Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute starten wir ein neues Projekt, das Replay-Projekt, wo ihr mir einsenden könnt, wenn ihr auf unserem Discord reinkommt, dem Tincrado Fanclub. Dort könnt ihr mir Replays einsenden. Und das ist das erste Replay, was mir eingesendet wurde. Eine Akatsuki-Runde von Ehren-CV müsste es gewesen sein, genau, vom Ehren-CV, vom FCTK. Und mal schauen, was in dieser Runde so vor sich geht. Es ist ein 7er-8er Matchup mit einem 6er Flugzeugträger. Teamaufstellung ziemlich ausgeglichen. Und wir gucken mal, was das so wird. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Er fährt erstmal vorsichtig vor, beziehungsweise er fährt eigentlich direkt vor. Geht die Shiratsuyu auf. Will wahrscheinlich erstmal spotten. Eine schöne Tarnung hat er auf der Akatsuki drauf. Akatsuki ist ein schöner Top-DD. 10 Kilometer Reichweite. 16.267 Damage. Die Hauptbatterie ist so lala mit 7,5 Sekunden Reload. Das geht besser. Aber die Sprenggranaten hauen mit 2150 rein. Dabei hat der Nebelerzeuger und Motorboost. Und ja, mal schauen, was das wird. Einen breiten Fächer einfach mal blindlings raus. Vielleicht trifft er ja was. Da geht auch schon die Jervis wieder auf. Er hat jetzt die Jervis nach vorne gejagt mit dieser Aktion. In 4 Minuten fängt der Sturm an. Eisenau, Vladivostok, Duke of York. Mit 3 Schlachtschiffen vor der Nase. Er ist fast alleine mit der Mayhem auf der linken Seite. Die Tirpitz und die Bismarck sind ziemlich weit hinten. Seine Torps sind jetzt wieder ready. Da ist er auch schon aufgegangen. Monaghan torpt auf die Bloody. Ah, das Duell kann er eigentlich nicht gewinnen. Ah, erste Salve total verhauen. Ah. Aber es könnte schon besser werden. Zweite Salve auch verhauen. Ah, Monaghan ist jetzt wieder zugegangen. Er ist immer noch spotted. Die Vladi wird langsamer. Fährt wahrscheinlich voll in die Tops rein. So wie es aussieht, Tops sehen nicht schlecht im ersten Augenblick aus, aber jetzt gibt sie wieder Gas. Kommt auch schon der Flugzeugträger. Der könnte ihn jetzt aufmachen. Auf seiner Seite ist aber kein Kreuzer, das ist sein Glück. Er hält sich wahrscheinlich in dem Bereich jetzt dauerhaft auf. Ah, Torps gingen daneben. Schade. Macht er aber im ersten Augenblick gut. Hält sich schön zurück. Geht nicht gleich drauf. Und da kommen die Flugzeuge. Aufgegangen durch die Flugzeuge. Ah. Aktiviert die Flak. Holt auch gleich ein Flugzeug runter. Hätte ich in der Situation auch gemacht, weil in der Situation kann ihm jetzt eigentlich nichts außer die Monaghan gefährlich werden. Die anderen ignorieren ihn komplett und da ist er auch schon wieder zu. Ist er wieder spotted?
Monaghan direkt vor der Nase, 6 Kilometer. Und jetzt in gemeinsame Aktion raus damit. Torps raus. Wenn sie hier toll rumfährt, fährt in die Torps rein. Schön an der Insel entlang. Schön Cover genutzt. Und. Monaghan ist anscheinend ausgewichen. Oh ne, da hat er die Monaghan erwischt. Und zack. Monaghan mit dem Torb getroffen. Schönes Ding. Das Wichtigste, der erste DD ist raus. Die anderen zwei sind auf der rechten Flanke. Torps wieder gut abgesetzt, aber diesmal hat er sich leider festgefahren. Diese blöden Inseln, die tauchen aber auch vor allem immer wieder auf. Das ist so blöd. Jetzt hat er sich böse festgefahren und kommt aber wieder frei. Zyklon zieht auf, 16 Kilometer. Und ja, ich würde mal sagen, das Schiff ist schon raus, auf das er getorbt hat, ne? Torps sind wieder ready in 14 Sekunden. 10. Da geht der Flugzeugträger auf. Ah, Torps auch nicht. Auch verfehlt. Eine Torpsalbe auf die Gneisenau. 16 Kilometer Sicht immer noch. Gneisenau fährt stumpf geradeaus. Das ist nie gut. Immer ein bisschen Zickzackkurs rein, weil der DD ist immer in der Nähe. Wenn ihr einen Zickzackkurs reinhaut, hat der DD die Torpschwierigkeiten und ihr fahrt sicherer. War früher schon so in der Marinegeschichte, in der Geschichte der Indianapolis damals, wurde das auch so. Ah, Doppelblutungsschaden. Boah. Und der nächste Top geht vorbei. Schaden tickt noch hoch. Hat jetzt Nebel für die Bismarck gelegt. 8 Kilometer Sichtweite. Jetzt heißt es Nahkampf. Ich entschuldige mich auch, ich mache das jetzt zum ersten Mal mit Replays, das ist ein neues Projekt. Mache das jetzt abends immer, wenn die Kleine im Bett ist, so nebenbei. Dann gucken wir mal, ob das etwas schön, nicht schön ankommt. Sagen wir es mal so. YouTube bleibt bei mir weiterhin ein Hobby, ist auch ein Hobby, wenn ich ein Video hochladen kann, lade ich eins hoch, wenn ich keins hochladen kann, lade ich keins hoch. Und da geht die Vladivostok wieder auf. Er macht es genau richtig, hält sich nicht komplett an den Balken, versetzt die Torpedos immer wieder,
Blumenbalken. Weil so macht ihr es auch den Schlachtschiffen und also vor allem in den Schlachtschiffen schwerer auszuweichen, weil ihr einfach einen breiteren Fächer habt. Ihr habt zwar die Chance auf weniger Torpedotreffer, aber ihr könnt mehr Damage anrichten. Also mehr. Es besteht die Chance, dass ihr besser mit den Torpedos trefft. Aber die sehen sauber aus, die gehen auch mindestens 3-4 Stück rein. Bloody geht mit der Salve raus, vernichten der Schlag. Juhu! 101.000 Schaden. Ah, Bismarck wird jetzt attackiert von der... Oh, da geht die Odin auf. Oh, Torpedos von der Odin. Aber die hören Gott sei Dank auf. Die Türme drehen halt nicht schnell genug. Und da geht die Gneisen auch schon raus. Er kann jetzt nicht torpen, weil die Mahan im Weg ist. Frist böse von der Odin. Hälfte des Schiffs ist jetzt weg. Die Odin und die Bismarck und die Gneisenau, allgemein die Deutschen, die haben eine böse Secondary, so wie die Massachusetts. Macht echt keinen Spaß. Auf der rechten Flanke hat der Gegner jetzt fast komplett gewonnen. Die Richelieu und die Jervis sind im Rückzug. Und der Flugzeugträger nimmt noch die Bismarck raus, der gegnerische. Jetzt schmeißt er die Torps auf die Odin. Da kommen Torpedos von der... Oh, 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 jetzt ist er hier böse in der Zwickmühle. Motorausfall, warum er nicht repariert. Und da kommt der Torpedo. Den kann er nicht mehr ausweichen. Das schafft er. Schafft er? Nee, nein. Der Torpedo nimmt den... Der Flugzeugträger nimmt den DD raus. Aber ich glaube, viel mehr passiert hier auch nicht. Das ist ein Win. Wir springen in die Endauswertung. Also, es war ein Sieg. Gut, dass ich übersprungen habe, weil er vergessen hat, ein gegnerisches Schiff anzuklicken. 193.000 Kreditpunkte, 101.937 Schaden. 3 Zieltreffer, 7 Torpedotreffer mit 7 Torpedos, 101.000 Schaden. Vernichtender Schlag. Ein Flugzeug abgeschossen, 2 zerstört, 3 mal Wassereinbruch und ein Schiff aufgeklärt. Erster in der Teamwertung mit 1497 Grund-EP. Der Beste 145 vor der Furious auf der Gegnerseite. Nicht schlecht, die hätte ich gelobt. Und im Detail sieht es so aus. 45.000 auf die Vladivostok, 48.000 auf die Gneisenau und 8.000 auf die Monaghan. Ein Flugzeug von der Furious. 13.100 Damage hat er gefressen. Potenziellen Schaden hatte er 259.800. Schaden durch Flutung 23.000. 338. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann gebt einen Daumen runter. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und kommentiert, ob euch das Projekt gefällt. Dann bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.